Wissen Sie, ich komme ja schon langsam in das Alter, ich bin ja zu blöd zum Kaffee kaufen. Kennen Sie das? Also wenn an jeder Ecke werden irgendwelche Coffeeshops aufgemacht. Ich dachte noch, ich kenne ihn noch von früher, Holland, ne, so. Also, egal. Aber auf jeden Fall Coffeeshops. Also, weiß ich, auch letzten Starbucks. Ne? Ich denke, ach, guck mal, die mit schönen Hosen. Nee, war auch Kaffeeladen. Und die werden ja immer jünger. Also die Leute, die da drin sitzen, also die Gäste und auch die hinterm Tresen, die werden ja immer jünger. Ich denke immer, was wollen die mir verkaufen, nicht wahr? Vor 2 Wochen noch vom Bobbycar geplumpst, ne? Und schon verkaufen sie mir da einen Kaffee. Ne? Und wenn sie dann da stehen und da haben sie diese riesigen Angebotstafeln. Ich meine, ich habe Abitur. Ich verstehe dann überhaupt nicht, was da steht. Ich gucke mir das an und denke, boah, da liegt das Abi aber schon lange zurück. Ne? Und sind ja auch alle so freundlich da. Ne? Und ich komme da letztens rein, ist so ein 14-Jähriger, ne? Also hinterm Tresen sagt, hey, toll, dass du da bist. Und wie geht's dir? Und ich sage, ja Gott, mit dem Magen-Darm-Infekt, das legt sich langsam. Ne? Das hatte ich ja jetzt vor meinem Vater, der war ja auf der Beerdigung von der Mechthild, die haben sie einmal aufgemacht, einmal reingeguckt, direkt wieder zu, nicht wahr? 2 Wochen später war sie tot, ne? Und da auf der Beerdigung, da hat ja die Hilde noch den gedeckten Apfel gemacht, nicht wahr? Und der Hermann, also der Mann von der Hilde, der hat ja aus dem Krankenhaus, der ist ja mit Leistenbruch rein, hat ja diesen Magen-Darm-Infekt, also diesen Virus mitgenommen, nicht wahr? Die Hilde backt diesen gedeckten Apfel, nicht wahr? Einmal vor euch drüber genossen und schon Apfelkuchen durch 12, nicht wahr? Weil der in der Familie, ne? Und obwohl ich gar nicht auf der Beerdigung war, aber mein Vater, und von dem hatte ich dann diesen Magen-Darm-Virus, ne? Und jetzt hat der immer noch ständig begleitet. Aber sonst, sag ich, geht mir gut, ne? Ja, sagt er, toll, und sonst? Ich sag, ja Gott, ich sag, wenn ich jetzt genauer bedenke, das mit dem eingewachsenen Zehennagel, ne? Also, das tut schon weh. Manchmal weiß ich gar nicht, was tut mehr weh, das, wenn ich laufe, also der eingewachsene Zehennagel oder das mit dem Magen-Darm, ne? Sagt er, ja, toll, und was kann ich sonst für dich tun? Ich sag, ja Gott, ich hätte gern Kaffee. Ja, sagt aber, wie hättest du ihn gerne? Ne, hättest du gerne Smalltall oder Grande? Ich sag, nee, Kaffee. Also am liebsten in der Tasse. Ganz normal, ganz einfach. Deutscher Kaffee kann nicht so schwer sein. Ihr sagt, oh, hättest du den gerne Togo? Ich sag, nee, nichts Afrikanisches. Einfach ein deutscher Kaffee. Das ist ganz normal ein Kaffee. Ja, oder als Cappuccino, als Frappuccino, als Espresso oder Latte Macchiato. Ich sag, nee, ich will auch keine Latte Macchiato. Ich will einen ganz normalen Kaffee. Oder hättest du ihn gerne mit Vanilleschock oder Doppelschock oder Doppelschoko-Schock oder Vanille-Flavored? Ich sag, ich möchte auch nichts flavored. Ne? Oder möchtest du eine Chai-Tee-Latte? Ich sage, nee, ich muss doch nur nach Hause laufen. Ich möchte einen ganz normalen Kaffee. Ne? Muckefuck. Ne? Einmal die gute deutsche Bohne, einmal durch den Filter geschossen. Ne? Das ist ja von mir aus Dalmayr Pro Domo. Ich möchte einen Kaffee. Ne? Kam so eine 14-Jährige mit ihrem, so eine Adipöse, ne? Mit ihrem Foto-Handy. Ich sagte, boah, du bist so krass, darf ich dich twittern? Zack, nicht wahr? Und schon hat sie ein Foto geschossen. Und ich stand dann da und er sagt, ja, aber wie hättest du denn gerne jetzt diesen Kaffee? Ne? Also Frappuccino, Doppio Cappuccino, Doppio Espresso, Espresso Macchiato. Und da habe ich gesagt, wie gehst du jetzt? Weil alle mittlerweile auf mich guckten und dachten, der Typ kommt ja von irgendeinem Stern, nicht wahr? Hat der dicke Onkel gekifft? Ne? Was will der überhaupt? Ich dachte, wie kann ich jetzt irgendwie als Gewinner noch aus der Situation rausgehen? Und da fiel mir ein ganz altes Ding ein, das kennen Sie mittlerweile mit Sicherheit auch, nicht wahr? Von ganz von früher. Und ich sagte zu diesem Verkäufer hinterm Tresen, ja, vielleicht habe ich mich nicht korrekt genug ausgedrückt. Ich möchte auch den Kaffee nicht hier trinken, ich möchte ihn gerne draußen trinken. Hätten Sie auch Kännchen? Rums! Und da war die Sache aus, weil das hat er noch nie gehört. Und so hatte ich ein Kännchen, bin rausgegangen und hatte meinen Kaffee. Im Kännchen, aber immerhin.